muntere Äuglein, spitze Zähnchen, scharfe Pfötchen, einen buschigen Schwanz und springt von Baum zu Baum. Was ist das? Keine Ahnung, wirklich nicht. Aber was ist ganz bestimmt aus der Partei ausgetreten? Möllemann, 1969, allerdings aus der CDU. Dafür macht der notorische Flyer-Verteiler dann Karriere in der FDP. Vom jüngsten Abgeordneten bis zum Wirtschaftsminister und bis zum Vizekanzler. Und da benutzt er noch selbst das Instrument der Rücktrittsankündigung, falls seine Wünsche nach Subventionsstreichungen nicht erfüllt werden. Dass in Bonn im Grunde kein Mensch erwartet, dass er wirklich zurücktritt, zeigt, wie wenig man von dem Wort des Herrn Möllemann hält. Andere merken allerdings schmerzlich, dass sein Wort in der Partei durchaus zählt. Noch, denn schon 1993 überholt sein wirklicher Rücktritt sozusagen seine eigene Ankündigung. Ein einfacher Einkaufschip macht's möglich. Möllemanns Ruf in der Partei ist fortan so umfassend, dass man von ihm nur noch in der Mehrzahl spricht. Es geht nicht, dass einige sich selbst für wichtiger halten als die Partei und das, wofür die Partei steht. Er verliert alle Ämter, aber er gewinnt alles zurück. Ohne Ihren unermüdlichen Einsatz, lieber Jürgen Möllemann, wären wir heute nicht so weit. Die ganze Bundespartei ist Ihnen zu Dank verpflichtet. Oder mit anderen Worten: Er steht dann völlig für sich allein und hat mit der Position der FDP nichts zu tun. Aber das war dann ja auch wieder ein paar Monate später, als schon wegen Betrug und Untreue gegen ihn ermittelt wurde. Herr Möllemann, dazu kommen noch Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Parteiengesetz, möglichen Verstoßes gegen das Parteiengesetz und wegen möglicher Steuerhinterziehung. Ermitteln Staatsanwälte gegen Sie. Und das dreht sich um die Finanzierung dieses Flugblattes mit den Bildern von Scharon und Friedmann. Woher kam die knappe Million Euro, mit der Sie das finanziert haben? Zunächst einmal gehe ich davon aus, dass diese Ermittlungen zur Einstellung des Verfahrens führen. Es gilt ja in Deutschland der Grundsatz, dass jeder so lange unschuldig ist, bis er rechtskräftig verurteilt ist. Es gibt noch nicht einmal ein Strafverfahren. Es gibt Klartext, Herr Möllemann, ganz einfach. Sie müssen nur schnell nachweisen, daher kommt das Geld, es ist mein eigenes und Sie hätten kein Ermittlungsverfahren am Hals. Ja, das wäre schön, wenn das so einfach ging. Wunderbar. Die eigene Parteiführung, das haben Sie doch publiziert, immer nicht Sie persönlich, aber eher Sender, hat ja unablässig etwas anderes erklärt, hat Geld an Herrn Thierse vorweg überwiesen und will es jetzt bitte schön zurückhaben. Weil Sie unablässig etwas anderes erklärt haben, mit Verlaub. Sie haben mir eine Frage gestellt und dieser Flyer ist von mir aus meinen privaten Mitteln finanziert worden. Das beklagen Leute, deren Namen ich in Spendenberichten noch nie gesehen habe. Es gibt Mitglieder in unserem Präsidium, die verdienen. Sind Sie hingegangen zu einem eigenen Konto und haben knappe Millionen in bar abgehoben? Also. Ja, ich habe eine Firma und diese Einnahmen, die ich aus der Firma habe, habe ich benutzt, um diesen Flyer zu finanzieren. Ja, dann begreife ich nicht, warum die Staatsanwaltschaft denken kann, dass dieses Geld von einem Konto in Luxemburg kommt, das Sie angeblich nur treuhänderisch verwalten. Als die Staatsanwaltschaft ihr Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, hat sie erklärt, diese Einleitung erfolge ausschließlich aufgrund von Angaben aus der Führung der FDP und darauf bezogene Presseberichte. Und ich gehe davon aus, da jetzt die Anwälte ja mit der Staatsanwaltschaft gesprochen haben, dass in überschaubarer Zeit die Einstellung des Verfahrens erfolgt. Dann sagen Sie es uns auch noch mal klarer. Von welchem Konto haben Sie an welchem Tag wie viel Geld abgehoben? In bar? Soll ich Ihnen noch sagen, was ich dabei für einen Anzug getragen habe? Es ist eigenes Geld und ich frage Sie auch nicht, wann Sie von Ihrem Konto welches Geld abheben. Das stimmt, aber es gibt auch keinen Grund, mich zu fragen. Der Grund, Sie zu fragen, ist, Herr Möllemann, dass Sie seit einem halben Jahr ein Ermittlungsverfahren laufen lassen und nicht hingehen und sagen, zack, hier ist es. So und so viel 100.000 Mark in bar sind ganz leicht nachweisbar. Ja, das ist der Erfolg. Der Staatsanwaltschaft ist das en Detail dargetan worden. Aha. Deswegen bin ich ja so optimistisch, dass sie einstellen wird. Und ich glaube, es wäre klüger, jedenfalls sehen das die Anwälte immer so, dass man ein solches Verfahren nicht im Fernsehen führt. Und wie kommt es, dass Sie vier verschiedene Versionen der Frage beigebracht haben, wo diese Million herkommt? Nicht vier verschiedene. Es gab am Anfang im Wahlkampf, als der Streit mit Herrn Friedmann lief, über die Politik von Scharon und die Unterstützung Scharons durch Friedmann. Und in dieser Frage halte ich meine Meinung aufrecht. Ich möchte in einem freien Land weiterhin meine Meinung sagen können. Ja, bleiben wir bei den Punkten, über die wir gesprochen haben. Ich werde weiterhin kritisieren. Ja, ja.
verstehen Sie, wir können ja nicht so tun, als ginge es nicht in Wahrheit um dieses Thema. Nee, dann haben Sie recht und eben der Applaus hat mich auch darauf aufmerksam gemacht. Also dann muss ich doch mal deutlich nachfragen, an welchem Punkt Sie für etwas kritisiert worden sind, was viele andere Leute in diesem Land auch sagen, nämlich, dass man Israels Militärpolitik kritisieren kann. Nicht Israels, sondern die der Regierung Sharon. Ja. Ich bin von Herrn Spiegel und von Herrn Friedmann deswegen des Antisemitismus bezichtigt worden. An mehreren Tagen, in mehreren Medien. Ja, ich habe jetzt hier keine Dokumentation dabei. Ich weiß einen Punkt am 16. Mai. Das war der Tag, an dem Sie sich gegenseitig vorgeworfen haben. Sie haben gesagt, also solche Leute wie Friedmann, die schüren doch Antisemitismus. Und Friedmann hat gesagt, das ist eine antisemitische Äußerung. Vorher sind Sie immer schon durch die Gegend gegangen und haben gesagt, ich kritisiere doch nur die israelische Regierung. Und der nennt mich dafür einen Antisemiten. Ich habe alles in Bewegung gesetzt. Ich habe nicht eine solche Äußerung von Herrn Friedmann vor dem 16. Mai gefunden. Hätten Sie mich doch angerufen, hätte ich Ihnen geben können. Ich habe jetzt natürlich keine Dokumentation hier in einer Sendung. Sehen Sie, es ist doch zwischen den Büros telefoniert worden. Da wäre es ein leichtes gewesen, verehrte gnädige Frau, wenn Sie mich gebeten hätten, das Ihnen zu dokumentieren. Hätte ich glatt gemacht. Sie haben Belege dafür. Ja, selbstverständlich. Sie haben Zitate, da hat er das und das gesagt. Ja, mehr als genug. Herr Friedmann hat gesagt, die Ermordung der Menschen beginnt mit den Worten wie denen von Jürgen Möllemann. Ja. Können Sie eine schlimmere Beschuldigung vorstellen? Ja, es geht immer um den Zeitrahmen. Es geht immer um den Zeitrahmen. War das bevor es eskaliert ist oder danach? Diese Äußerung ist unerträglich. Dass dieser Mann sich erkühnt. Herr Möllemann, Verzeihung, aber das, was Sie mir eben anbieten, Dokumente zu liefern, Belege zu liefern, haben Sie vor einiger Zeit den Kollegen des ARD-Magazins Panorama genau so geantwortet. Hätte ich gewusst, dass ich hier irgendwas belegen muss, dann hätte ich Belege mitgebracht. Die haben heute noch nicht die Belege. Ja, die haben Sie bei mir nicht mehr gemeldet. In Ihrem Büro, genau wie Sie es gesagt hatten. Also jetzt weiß ich nicht, woher Sie das wissen, aber ich glaube, es ist auch nicht ergiebig. Ich kann nur sagen, wir haben in keiner Zeitung nirgendwo irgendetwas gefunden vor diesem Eskalationspunkt. Also die deutsche Bevölkerung hat in den letzten Monaten sehr gefestigt, das weiß ich aus Abertausenden, ungefähr 70.000 Zuschriften, den Eindruck gewonnen, dass Herr Friedmann und Herr Spiegel mich immer wieder wegen meiner Sharon-kritischen Äußerungen des Antisemitismus besichtigt haben. Das haben Sie auch oft genug zugesagt, ja. Aber es muss doch möglich sein, Sharon zu kritisieren, ohne Antisemit zu sein. Herr Schröder kritisiert es ja nicht antideutsch. Aber es ist möglich, Herr Schröder. Nein, wir erleben das ja, was ich habe das oft genug gemacht. Die FAZ macht das jeden Tag, die Taz macht das jeden Tag. Tausende von Zeitungen und Menschen machen das jeden Tag. Ja, also die deutsche Politik. Genauso wie Sie beim werden Thema Sie deswegen Israel, nicht des Antisemitismus gezielt. Beim Thema Israels Politik, beim Thema die Vorgehensweise von Michel Friedmann, sind die deutschen Politiker in aller Regel auf Dorfstation. Kommen wir nochmal zurück zu Ihnen und den Ermittlungen, die im Moment laufen gegen Sie. Es geht ja nicht nur um die Finanzierung des Flyers, sondern auch um fingierte Spenden, manipulierte Unterlagen im NRW-Landesverband im Jahr 2000 zum Beispiel. Was mich daran fasziniert ist, dass das auf dem Höhepunkt der Kohlschen und hessischen CDU-Spendenaffäre war. Haben Sie nie, und das Parteiengesetz ist verschärft, haben Sie nie mal daran gedacht, dass Sie dadurch im Knast landen könnten, ganz persönlich? Ja, aber ich sagte doch gerade, Ermittlungen sind Untersuchungen aufgrund von Behauptungen. Es gibt kein Strafverfahren gegen mich. Ja. Ich gehe davon aus, dass es eingestellt wird und wäre dankbar, wenn das dann geschieht, dass Sie an einem solchen Abend es dann auch wieder einbringen. Sie sagen, es ist nicht belegt, ja, dass, so ist es, dass Spendernamen fingiert worden sind. Zum Teil hießen die Leute Mustermann, die da Geld eingezahlt haben. Gibt es die? Ja, die gibt es. Schöner Name. Ja, mögen Sie sich ausgedacht haben, mag derjenige sich ausgedacht haben, der das Geld für Sie eingezahlt hat? Das hat doch keinen Zweck, wenn ein Ermittlungsverfahren läuft. Das ist auch unseriös, was Sie jetzt machen. Darf ich das in aller Härte sagen? Das ist wirklich nicht seriös. Mhm. Wenn ein Ermittlungsverfahren läuft, wo die Staatsanwälte prüfen, wo Anwälte meine Rechte vertreten, dass sie hier in einer Art öffentlichem Fernsehverhör glauben, sich an die Stelle der Anwälte oder der Staatsanwälte setzen zu können. Hätten Sie mir das gesagt, dass das der Gegenstand des Gesprächs ist, hätte ich Ihnen gesagt, unterhalten Sie sich bitte mit meinem Anwalt. Heißt das auch, dass Sie sagen, in Nordrhein-Westfalen ist nichts fingiert worden, keine Spendenquittungen, keine Spenden gestückelt worden und so weiter? Ich stelle mich hier nicht einem Verhör anstelle des Gesprächs mit der Staatsanwaltschaft. Also keine Antwort auf die Frage? Natürlich werde ich nicht die Details der Gespräche mit der Staatsanwaltschaft Ihnen hier dartun. Sie in Ihrem Buch? Aber es sind Behauptungen Dritter und eben nicht erwiesene Tatsachen. Mhm. Sie sind wegen nichts verurteilt, ja. Das finde ich ja schon keine Frage. Habe ich aber auch nicht behauptet. Naja, Sie haben da Vergleiche gezogen zu dem CDU-Spendenprozess, wo von Gerichts wegen bewiesen worden ist. Und das finde ich nicht fair. Mhm. Ich finde das nicht in Ordnung, was Sie da machen. Mhm.
Im Moment stellen Sie in dem Buch eine Art vage Programmatik einer, nicht unbedingt einer neuen Partei, wie Sie ja schon gesagt haben, sondern dessen, was Politiker in Deutschland eigentlich machen müssten da. Ist das ein bisschen doof, dass das in dem Moment passiert, wo Sie einige Ermittlungsverfahren am Hals haben und auch berichtet wird, dass Sie einen privatpolitischen Vertrag mit Herrn Kirch hatten und so weiter? Oder schadet das nicht? Das ist jetzt wieder, ich wundere mich wirklich sehr über Ihre Gesprächsführung, die gleiche Methode publiziert worden ist, das hätten Sie ja vielleicht vortragen können, dass meine Firma, ich bin politisch unabhängig, weil ich eine eigene Firma betreibe, mit Webtech, mit der Firma Kirch vertragliche Beziehungen hat. Da gibt es nicht irgendwas Geheimes daran. Das ist auch immer publiziert worden. Die Steuerbehörden haben dafür satt Steuern bekommen. Das ist doch in Ordnung. Wo liegt denn da ein Problem? Warum stellen Sie das in Beziehung zu einem Ermittlungsverfahren? Was wollen Sie jetzt eigentlich machen? Ich möchte gerne rauskriegen, ob Sie im Angesicht oder in der Einschätzung der Menschen, die dieses Buch lesen, also der potenziellen Wähler, die Sie hier ansprechen wollen, ob Sie derjenige sind, der sich darstellen kann als die neue politische Kraft, der gegen die etablierten Parteien mit ihren vielfältigen Verflechtungen geht, glauben Ihnen das die Leute, meinen Sie? Ich würde Ihnen einen Vorschlag machen, einfach einen praktischen Tipp, dass wir in den nächsten Tagen mal durch Köln oder Düsseldorf oder Münster oder wo auch immer gehen. Nicht wir beide so dicht beieinander, dass die Leute sich dann darauf konzentrieren und falsche Fragen stellen, sondern so, dass sie beobachten, wie die Leute auf mich reagieren. Und da werden Sie feststellen, dass die Tatsache kein Zufall ist, dass dieses Buch in der ersten Auflage, noch bevor es morgen vorgestellt wird, schon vergriffen ist, schon verkauft ist. Das scheint ja dafür zu sprechen, dass die Menschen die Ideen von Jürgen Möllermann spannend finden. Sie sagen wenigstens einer, der auch mal Klartext redet, und andere tun das weniger. Und das in der Tat befreit mich nicht davon, dass manches, was ich Klartext spreche, auch kritisiert wird. Wer nicht Klartext spricht, wer nur rumsäuselt, der wird auch nicht angegriffen. Ob Sie aus Ihrer jetzigen Partei austreten, also der FDP, das haben Sie noch nicht ganz klartextmäßig beantwortet, sondern noch im Raum stehen gelassen. Darüber denke ich nach. Ja, wir haben jetzt zum Schluss einen Tipp für Sie gefunden von einem der Politiker, von denen Sie wirklich was halten. Aber die uns damit drohen, eine neue Partei gegen die FDP aufzumachen, wenn wir ihrer Minderheitenmeinung nicht folgen, sollten die Partei lieber heute als morgen verlassen. 82 war das. Sagt Ihnen das noch was? Ja, das war in einer Zeit, in der ich heftige Auseinandersetzungen hatte in der FDP. Und da wird auch schon mal in die Tasten gegriffen, wechselseitig. Deswegen, ich habe kräftig eingesteckt, teile auch ab und zu aus, aber dass ich ein Möschen wäre, das nicht einstecken kann, glaube ich, wird man nicht sagen können. Da haben Sie der Minderheit geraten, doch mal schnell die Partei zu verlassen. Wenn man nicht bereit ist, nach kritischen Debatten eine Mehrheitsmeinung zu akzeptieren. Ich habe für die Strategie 18, die jetzt preisgegeben wird, ja die Mehrheit in 2 Jahren auf 3 Parteitagen erkämpft. Ich löse mich nicht von dem, was wir erkämpft und beschlossen haben, das tun andere. Ich finde es bemerkenswert, wenn gesagt wird, Yasser Arafat solle doch bitte das und das und das tun. Was haben Sie nicht gesagt? Nein. Habe ich nicht gesagt. Es wird hier hat mehr Möllermann, von Ihnen versuchen gesagt. Wir doch jetzt mal die letzten Minuten dafür zu nutzen, zu sagen, was könnte wirklich dann jetzt noch in der Schublade sein, die man Realitätsbezug drin haben. Wenn man ihm seine ganze zivile Infrastruktur, seine ganze Polizei, alles zerschlägt, wie will der Mann denn überhaupt noch was machen? Man sperrt ihn ein, man demütigt ihn, behandelt ihn wie einen Idioten, man darf nicht mal Kontakt haben. So geht man mit einem Präsidenten nicht um, wenn man mit ihm anschließend Frieden machen will. So kann man doch nicht vorgehen, das ist doch kein Standard. Aber ich bin der Meinung, die Staatengemeinschaft, die 6, von denen Herr Klose sprach, stimme ihm ausdrücklich zu, müssten in der Tat sagen, wir setzen das gesamte Sanktionsinstrumentarium, das verfügbar ist, dem gegenüber ein, der sich weigert, jetzt unmittelbar Friedensverhandlungen aufzunehmen. Auch die beiden Herren, beide, Arafat und Sharon, müssen an den Tisch und müssen darüber verhandeln. Da erwarte ich vorher die Erklärung von Yasser Arafat, Israels Integrität wird von mir respektiert und dafür kämpfe ich. Aber auch von Sharon, ich will Palästina und dafür kämpfe ich. Und dass dann, wer das nicht will, mit allen Sanktionen rechnen muss. Ich stimme Rudolf Scharping in diesem Fall mal zu. Ich bin ja froh, dass er überhaupt was gesagt hat.